Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir mal mit der Emma am See, denn die Emma liebt das Wasser über alles und dann kann sie ein bisschen schwimmen. Das ist auch gerade für sie ganz gut. Sie ist ja ein bisschen, also sie ist ja schon alt, ist ja schon eine Oma und hat ja auch ein bisschen, ja, Hüftprobleme und ein bisschen Arthrose. Und schwimmen ist da ganz gut, aber natürlich auch nicht so viel. Also man sollte es jetzt auch nicht übertreiben oder so. Und auf jeden Fall habe ich ihr dann einfach ein bisschen immer einen Ball geworfen und dann ist sie da hinterher geschwommen. Und das Schwimmen macht ihr auch wirklich richtig viel Spaß. Also das liebt sie über alles und sie liebt es halt, Bälle zu bringen. Stöcke sind auch okay, aber ihr absolutes Lieblingsspielzeug sind Bälle. Also für einen Ball, da lässt sie alles andere links liegen. Und dann auch noch schwimmen, das findet sie super und deswegen, ja, sind wir ein bisschen mit ihr am See. Zwischen jedem Mal, wo ich sie dann wieder schwimmen lassen habe, habe ich sie halt kurz angeleint, weil sie läuft dann meistens weg, ja, und schüttelt sich irgendwo anders. Und es ist halt ein bisschen blöd, wenn da irgendwie andere Leute oder so sind, denn die möchten natürlich auch nicht unbedingt nass werden. Und ich habe auch zwischen, ja, jedem Mal, wo ich sie wieder ins Wasser gelassen habe, ein bisschen Pause gelassen, weil sie halt, wie gesagt, auch schon älter ist. Und ich habe auch nicht allzu weit den Ball geworfen. Ja, einfach weil ich es halt nicht überanstrengen möchte. Und ja, es ist besser, wenn sie noch ein bisschen näher ist, falls sie im Notfall irgendwie nicht mehr gut rauskommt, wie auch immer. Dann kommt man halt auch besser an sie ran. Also das ist zwar noch nie passiert in all den Jahren, aber falls es passieren sollte, gerade jetzt, wo sie älter ist, passe ich da halt lieber ein bisschen auf, werf den Ball nicht mehr so oft wie früher und ja. Also früher konnte man den Ball wirklich tausendmal werfen, da ist sie ewig weit auch hinterher geschwommen. Aber jetzt ist sie halt schon 14, ja, 14 Jahre alt und das ist halt schon sehr alt und deswegen möchte ich sie da einfach nicht überanstrengen. Aber man sieht, also sie macht dann immer die Ohren so hoch und ist ganz aufmerksam. Und daran erkennt man dann auch, dass es ihr wirklich Spaß macht zu schwimmen und dass sie halt auch ein sehr großes Interesse daran hat. Das freut sie dann halt auch sehr. Und ich finde das auch immer sehr süß. Ja. Da habe ich dann eine kleine Pause eingelegt. Einfach, dass sie sich ein bisschen ausruht. So, circa eine Stunde später bin ich dann nochmal mit ihr zum Wasser. Und wie man sieht, trinkt sie erst ein bisschen. Ja, und dann habe ich ihr aber auch den Ball geworfen. Ja, hier ist sie ein bisschen tief reingelaufen. Und jetzt habe ich ihr dann auch den Ball wieder geworfen. Ja, das Blöde hier ist, da sind halt so ein paar Steine beim Eingang. Und auch wenn man da so drüber läuft, läuft man da manchmal ein bisschen wackelig. Deswegen läuft sie da halt auch manchmal so ein bisschen tollpatschig entlang. Und natürlich im Wasser zu laufen ist eh nochmal anders wie draußen. Aber gerade jetzt zum Beispiel guckt sie ja dann so, ja, aufmerksam zu einem und hat die Ohren so oben. Und dann bedeutet das mehr oder weniger immer, dass man etwas hat, was sie toll findet oder was sie interessant findet. Und ja, ach so, ja, ich sitze hier gerade auf einem Stand-Up-Paddle. Davor bin ich gestanden, aber jetzt sitze ich auf einem Stand-Up-Paddle, weil ich gerade halt selber auch im Wasser war. Da hatte ich Emma auch schon mal mitgenommen. Aber das mache ich halt nicht so oft, weil sie halt, wie gesagt, schon älter ist und dann muss ich natürlich halt auch aufpassen. Und ja. So, gegen Abend sind wir dann auch wieder nach Hause gelaufen. Also wir sind mit einem kleinen Spaziergang haben wir gemacht und sind halt hier ein bisschen an den Wiesen entlang und wieder Richtung nach Hause. Ja. Also Emma hat der Tag sehr gut gefallen. Sie liebt es, wie gesagt, zu schwimmen. Und ja, jetzt muss sie hier nochmal ein bisschen alles am Weg kontrollieren. Aber wie gesagt, ich denke, für Emma war es ein sehr schöner Tag, weil sie halt, wie gesagt, das Wasser liebt. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.